Gib mir bitte, bitte einen Paladin. Ein Paladin. Sehr schön. Ein großer Paladin. Und ein großer Barbar. Und ein Kopfüber Hokage, der keine Lebenspunkte hat, weil Lebenspunkte mit Mana vertauscht wurden. Ja, Paladin, ne? 10. 3890. Ja, erstmal hier gucken. Genau, du hast nämlich Silberhelm, Guardianhelm. Nö, nö. Ich habe lieber einen HP-Helm, das ist schon okay. Rüstung gibt es erstmal keine bessere. Das Blutgelb kann er auf jeden Fall behalten. Ich bin fast versucht, auf das Blutschwert zu wechseln. Weil 2 Schaden ist nicht so die Welt. 30 Lebenspunkte kann der Paladin eigentlich auch noch verkraften. Der könnte ein bisschen länger spielen. Nee, lass mal. Ruhm gab es auch keine neue. Und mir fällt gerade auf, der ist echt riesig. Oh, warte mal, wir hatten hier Blutrune. Wir bräuchten nur irgendwo anders Doppelsprung, um das auszugleichen. Nee, aber hier eine Blutrune. So, das lohnt sich gleich viel eher beim Paladin. Weil der wird bestimmt eine Weile durchhalten. Also das erste Gebiet Clear müsste eigentlich locker drin sein. Das heißt, wir verballern jetzt die Punkte wofür? Ich hätte echt gerne das Durchmixen. Das Durchmixen war, glaube ich, hier oben irgendwo. Also machen wir jetzt aus dem Spell Thief ein Spell Sword. Oh. Ich sehe das nicht so wirklich hier oben. Mana Cost Down. Komm, gib mir jetzt das Durchwürfeln. Ja, sehr schön. Ah, es war doch hier oben. 5500 Gold. Ich denke irgendwie nicht, dass wir das in diesem Leben zusammenkriegen. Man sieht richtig die Trägheit, wenn er abhebt. Wusch. Wusch. Warte mal, der müsste doch noch stampfen, wenn er runterkommt, oder? Nee, ist nicht tief genug. Aber ja, die Basketballspieler, wenn sie von einer hohen Höhe runterpurzeln, gibt es einen richtigen Aufschlag, wie beim Kometen. So. Hier vielleicht? Nö. Zing, zing. Aber was ich an diesen Basketballspielerhelden so mag, ist die Reichweite vom Schwert. Und das Stampfen, meinte ich. Wusch. Zing, zing. Ja, alles One-Hits, sehr schön. Stampf. Alle Gegner. Oh, du bist so ein Eiswerf-Ding. Genau, so einer bist du. Kaputt, 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 kaputt. Du warst kaputt. Oh, Stacheln. Zing. Lalala. Oh. Bisschen vorsichtiger sollte ich sein. Definitiv vorsichtiger sein. Bin schon wieder unkonzentriert. Das ist gar nicht gut bei dem Spiel. Aber ich hoffe mal, sobald ich ein paar Minuten gespielt habe, bin ich wieder drin. Zing, zing, zing. So, Truhe auf. Bitte, 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 Vampirrune. Retaliation fürs Schwert. Ja, nee. Das finde ich jetzt nicht so toll. Hopp. Oh. Zing. Zing. Na, Lebenspunkte noch nicht ganz voll, aber das kriegen wir gleich hin. Whoops. Erstmal nach oben, glaube ich. Oh, Auge. Das war ein sehr kurzer Sprung. Du warst. Und 5 Abzweigungen. Okay, fangen wir doch mal unten links an und gucken dann weiter. Du warst. Du warst. So. Boah, die Reichweite ist echt genial von dem Schild, wenn man groß ist. Und 700 Gold, volle Lebenspunkte, alles koscher. Wir sollten dann doch mal einen kleinen Ab... Na komm.
Jo, jo, jo. Und Glück gehabt. Oh, so ein Diamant dabei. Sehr schön. Aber ja. Ich würde gerne in den Maya-Turm. Da so ein, zwei Räume ausprobieren. Und dann können wir hierhin immer noch zurückgehen. Weil, hier ist es ja doch recht angenehm geworden inzwischen. Oh. Also nicht, dass ich sagen wollen würde, dass wir hier jedes Mal sicher durchkommen, aber sieht gut aus. So, die Statuen lassen wir stehen. Oh, warte mal, wenn wir direkt hier hochgehen, passiert nichts. Okay. Andere Seite. Zing, zing. Hier passiert nichts. Oh, sehr schön. Muss ich echt nur die Muster einprägen von den Gegnern, was die machen und wo die Geschosse langfliegen, dann wird das auch mit der Zeit was. Oh, drei Schläge ist nicht gut. Vor allem nicht beim Doom war's. Oh, 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 oh. Komm schon, Schädelkopf. So, was haben wir da? Du bist tot. Oh. Und du bist tot. Oh. Komm. Was zur Hölle ist das? Ja, er passt nicht zwischen Bücherregal und Wand durch. Das sind doch bestimmt zwei Doom-Wassers. Einer, okay. Damit kann ich leben. Zing. Und gib mir eine schöne Schriftrolle. Oh, oder ganz viel Gold. Und ja, anscheinend sind die eisenbeschlagenen Truhen einfach nur bessere Truhen, aber nicht unbedingt Blaupausentruhen. Zing. Oh. Komm her, nicht wegfliegen. Komm. Genau, so ist schön. Oh, ist zur Hölle. Sehr schön die Wand angestürmt. Ganz toll. Wow. Yeah. So. Oh. Oh, Wolf. Nicht gut. Den wir müssen gleich zurück. Wir müssen eher zurück. Wow. Du bist ein Miniboss. Oder bist du ein Mini-Mini-Boss, der keine Truhe bringt? Oh. Na komm. Oh. Quietsch. Okay. Dann halt so. Oh. Nicht immer automatisch auf die ganzen Plattformen rauf springen. Wahaha. Okay. Ja. Das war unfair. Google haben sie abgesprochen. So, wir gehen erstmal wieder runter. Genau. Bisschen in Etage 1 entspannen. So gut es eben geht. Kein Schaden nehmen werde ich hier nicht hinbekommen. Dazu brauche ich später fliegen. So. Hier weiter. Hops. Oh, sehr schön. Wie viel waren das, die wir brauchten? 5600 Gold für das Durchmixen von Helden? Gut auf dem Weg. 3100 haben wir schon. Wow, wow. Ihr seid ganz schön viele Wuschel-Puschel-Dinger. So. Irgendwo noch ein Zombie versteckt? Nö. Gudi. Jo. Busch, busch. Hey, warum hat er nicht gestampft? Zack. Und selbst die halten jetzt schon zwei Schläge aus. Gar nicht. Oh. Gar nicht schön. Also falls wir es nicht schaffen sollten, auf diese 5600 sowie noch zu kommen, sollten wir vielleicht ein, zwei Mal noch Angriffskraft erhöhen. Damit genau sowas wie da eben gerade nicht vorkommt. Also dass ein stinknormaler Gegner aus der ersten Etage zwei Schläge braucht. Oben. Hops, hops. Hops. Oh, du bist kein Cheater-Magier? Okay. Selbst ein Magier zwei Schläge, das geht schon mal gar nicht. Die sind viel zu nervig, als dass sie zwei Schläge aushalten könnten.
sollten. Und so ähnlich. Kein Schaden mit den Stacheln unten. Na komm, ich probier's mal ganz kurz. Also wir müssen runter. Sobald Feuer von rechts kommt, einmal hochspringen. Mehr ist das eigentlich nicht, oder? Okay. Genau. Hey, sehr schön. Sky-Rune für Helm. Das heißt, fliegen. Oh. So. Auf dem Rückweg habe ich mich wesentlich döber angestellt. Oh ja, ich glaube, Sky-Rune war fliegen. Das Problem ist, wir haben da irgendwas anderes Richtiges schon drin. Ich weiß noch nicht mehr was. Oh, Puschelwuschel. Ah, wenigstens der Doomwall stirbt nach einem Treffer. Ah, dich noch kaputt. Und jetzt können wir aufräumen. Zing. Zing, zing. Oh, sehr schön, Hühnchen. Gleich sind wir auch wieder voll. Das war ein Doomwall, der zwei Schläge aushält. Das ist nicht schön. Ich gucke mir erstmal den Raum links an. Den hier. Zing. Zing. Oh. Wuschel, wuschel. Au. Geh. So, komm her. Zing. Okay, soweit so gut. Da geht's nur zurück. Wir wollen nicht zurück. Töten. Genau. Oh, oben ist auch noch ein Raum. Na gut, erstmal hier runter, dann nach oben. Dann könnten wir auch bald schon fertig sein mit der Etage. Oh. Da. Genau, und jetzt hat der vorherige Held herausgefunden, dass man noch Pilze essen könnte. Und dass das eine super Idee wäre. Wow. Soll ich einmal Schaden fressen für eine Kiste? Ich. Ja, zweimal Schaden fressen. Aber es sah gar nicht so schlecht aus mit dem Dash, aber wir sind ja irgendwo mit dem Kopf hängen geblieben. Nicht so schön. Ja, Stacheln machen echt mehr Schaden als die Gegner. Das ist nicht so prickelnd. Das ist ein Cheater-Magier. So. Was? Nein. Irgendwo ist hier noch ein Auge gewesen da. Sehr schön. So, hier geht's in die Hölle. Jo. Und zwar sogar gleich ein ziemlich garstiger Raum. Da ist noch ein Zugang zur Hölle. Ja, nee, das überspringen wir erstmal. Ja. Die Stacheln lenken mich immer zu sehr ab. Oh ja, wir wollen jetzt zurück nach oben. Da fehlt noch ein Raum. Damit wir wirklich sagen... Damit wir wirklich sagen können, wir haben die Etage clear. Aha, komm schon! Was ist denn heute los? Oh. So, also. Rechts. Da müsste dann der Übergang zum Wald sein. Mit nochmal Hühnchen. Aber so wirklich gut klappen mit erster Etage clearen für Lebenspunkte. Nö. Absolut nicht. Und das, obwohl wir sogar unser Lieblingspaladin spielen. Hops. Ja. Oh ja, zweimal Angriffskraft noch. Vielleicht ein besseres Schwert. Das würde auch sehr viel ausmachen. Und dann wird er schon was. So. Lebenspunkte bei ein bisschen mehr über die Hälfte. Mana voll. Ey, du triffst ja mal. Was soll denn der Scheiß? Aha. Oh, so ein Schubser-Typ, aber ganz schön kleiner. So.
Gucken wir erstmal rechts.